Ich sitze jetzt schon längere Zeit an meiner Geschichte und schreibe. Ich arbeite daran, dass mich jeder genau verstehen kann mit dem, was ich meine. Kein Interesse an Reime, die nicht meinen, was man erlebt hat. Denn viele machen den Scheiß, weil sie sich dadurch cool fühlen und Cash verdienen. Ihr schreibt über mein beschissenes Leben, was die meisten sowieso nur aus Filmen kennen. Verdammt, Rap ist im Trend. Der Sinn ist euch so fremd, wie die leidvollen Stunden, die ich alleine überstehen musste, ohne dass ich wusste, dass es jemals vorbeigeht. Daraus mein Move, gesteuert von meinem Gedächtnis und ein Stift, der euch die Augen öffnet und verblüfft. Meine Ziele sind für die meisten bloß übertriebene Visionen. Doch ohne Rücksicht auf Verluste werde ich mich in der Hinsicht nicht schonen, um sie zu erreichen. Jeder muss reifen und vieles in diesem Leben begreifen. Doch von diesem Lebenstraum werde ich nicht mehr weichen. Wenn ich daran denke, wie oft es bei mir zofft, nur weil sich irgendjemand irgendwas von mir und meinem scheiß Umfeld erhofft, könnten die Tränen fließen. Ich würde am liebsten das Kapitel schließen, denn es geht um das verdammte Geld, das was alle genießen und wonach dich alle betrachten. Denn sie wollen es wie dich besitzen. Selbst nahestehende Personen achten bei ihren Geliebten darauf, was sie ihnen bieten können. Ich muss hart kämpfen für den Sieg meiner Leidenschaft. Dabei auch noch feiern. Feiern zwischen Himmel und Hölle. Das Leben, was sowieso keiner auf der Welt rafft. Feiern, Welt, Himmel und Hölle, genau dazwischen muss ich meine Gefühle mischen, dann Tränen fließen und verwischen. Die Trauer. Alle abgefuckten Fucker, die Steine legen in meinen Weg, von meinen Beinen eben, die höre ich reden, von wegen reden über jemanden, den sie nicht kennen, dabei rein zufällig meinen Namen nennen und das verbunden mit Lügen, dich kennenlernen und gleich betrügen, weil sie dir was vormachen, wenn sie lachen und Feuer entfachen bei den Leuten, die mir wichtig sind. Doch oft bin ich richtig blind, weil ich denke, dass es oft gar nicht stimmt, obwohl es eigentlich eindeutig ist. Aber weißt du, wie es an mir frisst, wenn ich jedes Mal mein Herz jemanden öffne und dann die List mich linkt? Manchmal kommt es mir vor, als ob keine Freundschaft mehr gelingt, weil bei mir diese Platte einfach springt. Ich habe es satt, langsam echt satt, Lügen zu durchschauen. Ich will vertrauen, bin aber immer noch beim Aufbauen, weil es irgendwie nicht hinhauen will. Das stinkt bis zum Himmel, wenn man erst lieben und dann hassen muss. Genau dazwischen muss ich meine Gefühle mischen, dann Tränen fließen und verwischen. Die Trauer wieder auf einer Welt, Himmel und Hölle, genau dazwischen muss ich meine Gefühle mischen, dann Tränen fließen und verwischen. Die Trauer wieder auf einer Welt, Himmel und Hölle, genau dazwischen muss ich meine Gefühle mischen, dann Tränen fließen und verwischen. Die Trauer wieder auf einer Welt, Himmel und Hölle, genau dazwischen muss ich meine Gefühle mischen, dann Tränen fließen und verwischen. Die Trauer.